Hallo und herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr einschaltet zu einer weiteren Folge Kena, Bridge of Spirits. Ja, Leute, in der letzten Folge, ja, habe ich ein bisschen Backtracking gemacht, ein bisschen erkundet und ich habe da nicht so viel gefunden, wie ich mir erhofft hatte. Ein paar Rot habe ich gefunden. Wir konnten auch das letzte Mal die Rot auf das neue Level bringen. Ich habe jetzt auch 5 Pfeile, die wir abschießen können. Okay, das ist schon mal besser. Wir sind ein bisschen stärker geworden. Dann haben wir die Story auch ein bisschen gemacht. Jetzt sind wir im westlichen Teil dieses Dorfes. Ja, und jetzt müssen wir eben von dieser Adira die Erinnerung finden. Und ja, das Ganze hier befreien. Das Ganze ist hier irgendwie eine Schmiede oder so ähnlich. Sie war selbst eine Schmiedin. Sie haben irgendeinen Mist hier gebaut oder so. Kein Plan. Wir werden es heute wahrscheinlich rausfinden. Und ja, ich denke mal, wir müssen dann zum Schluss wieder so einen Bossfight machen. Ja, das wird uns wohl heute noch erwarten. Los geht's. Die Riesenknospe. Irgendwas ist damit. Mal sehen, was sie dazu sagt. Hier ist ein Relic. Diese Rocks sehen aus, als wären sie Teil einer größeren Struktur. Aber wir kommen nicht ran, oder was? This is our ox. He helped us shape the land. We have to help him. I don't know how he could possibly be functioning after all this time, but we can't leave him like this. Try clearing the other areas of corruption in the field. Da müssen wir doch hin. Hut oder was? Sonnenblume. Anscheinend, oder? Ja, Sonnenblume. Oh, hier sind wieder Gegner. Es geht wieder los. Boing. Eigentlich wollte ich den erwischen. Hey, Alter. Alle guten Dinge sind 3. Was ist eigentlich das Empfindliche? Die Augen bei denen oder... Ich weiß es nicht genau. Na komm. Die halten was aus. Die halten wirklich was aus. Moment mal, können wir die Rod draufsetzen? Okay, mit der Plunge-Attack, sag ich schon, aufgeladene Attacke machen wir deutlich mehr Schaden. Als mit der Bombe. Seht ihr? Die ist besser. Boom. Moment, wie viel Schaden machen wir bei dem Kerl? Oh nein. Nein. Ich treffe ihn schon noch. Hä? Hallo? Okay, ich verstehe es nicht. Haben wir es nicht eindeutig getroffen? Naja, anscheinend nicht. Nein. Können wir nicht erwischen, oder? Aber jetzt. Bam. Und wir haben ja auch schon gesehen, hier sind solche Felsen. What the shit? Okay, ich glaube, ich weiß, wie das geht. So, Leute, passt mal auf. Und zwar, wir werfen Bombe hier hin. Boom. Wir schießen. Wir hüpfen. Hier kommt man auch so hoch, aber so ist es leichter. Also machen wir uns jetzt ein bisschen leichter. Dann müssen wir erstmal die Bombe werfen. So. Dann auslösen. Boom. Dann müssen wir den hier drehen und dann den hier drehen und dann nehmen wir den hier. Gehen darüber, boom, dann sind wir da. Und dann sind wir hier oben und dann kriegen wir eine Kiste. Wow, war es das wert? Ich hoffe. Ja, es ist ein Rod. Okay, cool. So, hier haben wir einen Schmarrn, den wir machen müssen. Was ist denn hier los? Okay, es sieht halt übel aus, weil wenn wir ins Wasser fallen, wissen wir, seit der letzten Folge sind wir sofort tot. Halt ich fest, danke. Jetzt hier runter oder? Ich denke schon. Ja, ich gehe mal. Wer weiß, wo sich das Ding hindreht. Vielleicht hätten wir auch dahinter gehen müssen. Ich gehe jetzt erstmal da lang. Zack. Ja, sind anscheinend nur Schätze. Hier ein bisschen Kohle. Wir haben 2000 schon. Krass, wir müssen mal wieder einen Hutshop aufsuchen. Und hier haben wir noch mehr Kohle. Moment, so kommen wir auch an die Hütte. Vielleicht war es ja sogar richtig. Ja, da kommt schon wieder Fights. Was ist das? Oh nein, das sind Explose. Kamikazes. Warum? Ja, von mir aus. Erwischt. Nein, das sind Explose. Den erledigen, weil der beschießt uns von da hinten sonst die ganze Zeit. Ja, habe ich. So, genau. Viele Gegner hier, schon wieder mal. Ich habe keine Pfeile mehr.
Ja, die sind trotzdem schnell verbraucht. Auch wenn ich jetzt mehr habe. Egal. Und du. Das war's. Okay, wir können hier zwei von den Dingern nehmen. Können wir die übereinander stellen? Ah, okay, ich verstehe. Wir stellen den ein. Hm, Moment, den kriegen wir aber hier nicht hoch, oder? Da müssen wir hoch, ja. Schaffen wir das? Also den hier, den schnappen wir uns. Und können wir den dahin bringen? Nö, weil die kommen da nicht hoch. Das heißt, wir können die maximal hier hinstellen. Dann sollen sie es mal freigeben. Dann so kommen wir hier halt hin. Aber dann, was jetzt? Nee. Schaffen wir nie. Okay, das ist es nicht. Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit. Wenn wir oben drauf gehen und dann den Rod sagen. Ja, das geht sogar. Geht dahin. Ah, wir können uns von denen transportieren lassen. So geht das. Ah, okay, alles klar. Ui, was ist denn da kaputt? Offensichtlich so einiges. Oh nein, das war eine Heilung. Hier kommt ein Bossfight oder sowas. Was kommt denn hier? Ja, unser Freund wieder. Und die Explosion. Die Explosion, meine Damen und Herren, Explosion. Nein. Ja, genau, gibt null Sinn, ey. Also vor allem, ja gut, das kennt man von anderen Spielen halt auch. Oh, schade. Oh, mein Controller ist ziemlich leer. Das ist doof. Ich glaube, die spawnen ewig, diese Explosion. Um dir das Leben halt so angenehm wie nur möglich zu machen. Okay, der Typ ist gestorben. Tankexplosion. Mag die Explosion. Das sind nette Burschen. Schnell zu. Wahrscheinlich, weil wir halt schnell hintereinander die gekillt haben. Ja, so, Schluss mit euch, Explosion. Da kommt aber noch einer. Okay. Wer schießt denn da? Du also? Unfair. Ach, und dann haben wir noch einen Bossfight mit Schild und irgendeiner Peitsche oder was? Okay. Ja, dann müssen wir uns heilen. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Sowas haben wir also auch noch. Okay. Mal sehen, was der kann. Oh, da hat er noch eine Schwachstelle entblößt. Sehr schön. Da habe ich noch eine gesehen. Sehr gut. Hallo. Schwachstelle. Ach. Jetzt können wir wieder. Boah. Okay, das Schild ist zu stark. Rebenritter heißt der Typ. Ist das schön. Ah, da kommt noch was. Du Sau! Es wird schwierig, den noch zu schaffen. Ich habe eine Heilung einfach verschenkt. Das war aber schön. Guter Schaden auf jeden Fall. Ja, ja. Und jetzt können wir die Rod anwenden. Aber wir müssen aufpassen, wenn wir das tun. Der Typ schlägt ja trotzdem aus. Ja, so geht's. Stelle ich immer wieder fest. Diese anlaufharten Attacken, die sind irgendwie komplett overpowered. Und obwohl es energiemäßig jetzt gar nicht gut aussah, haben wir es dennoch geschafft. Also, ja, so werde ich in Zukunft jetzt kämpfen. Das heißt, aha, eine von den drei haben wir jetzt befreit. Okay. Aha. What the shit? Ah, dich wollte ich. Yuppie, jetzt können wir sie wieder in ihrer ursprünglichen Form boah! Das Ding wird immer derber. Schau dich mal an. Leg mich am Arsch. Bestell die Felder. Bestelle sie. Und hol sie dann auch ab, bitte. Wozu ist das hier gut? Aha.
What? Alter, was war denn jetzt kaputt? Und jetzt sind wir hier? Ah ja. Aha. Was soll hier sein? Okay, von hier aus können wir da rüber. Aha. Oh. Ein Rod? Wahrscheinlich, oder? Ja, das ist einer, ja. Ein Rod, meine Damen und Herren, hier oben. Cool. Ja, ja, ja. Sind wir schon bei 40? Wir haben 40 jetzt, oder? Die biblische Zahl, meine Damen und Herren. So. Here we go. Hätten wir den. Sehr gut. Gibt Karma und gibt eben Geld. Viel Geld. Geld ist einfach die beste Motivation, Leute. Damit hätten wir das. Ja gut, wir laufen schon auf das Richtige zu. Auf den Wachturm hier. Okay. Okay, hier kann man sich wieder heilen. Das ist dieser Boss wieder. Das war dieser Boss, den wir schon mal hatten, ne? Ich habe ihm so viel wie nur möglich eingeschenkt. Okay. Wo ist er denn? Da ist er. Hey! Ach so, er wirft den jetzt. Oh Gott. Er wirft noch, Mann. No way. Nerviger Typ. Okay, er rastet wirklich komplett aus. Aber er trifft seine eigenen auch, dass er irgendwie ganz gut ist. Wo ist er denn? Ach so, er kommt nur raus kurz zum Werfen. Nein, du bist der Falsche. Egal, wir haben ihn mal geplättet. Wo ist er denn? Komisch, dass er so ausgehalten hat. Gut. Da hinten ist er. Meine Güte. No, bitte lock und bitte aufhören. Naja, nimmt ihn nicht vor. Da ist er. Siehst du? Jetzt hat es geschafft. Na, der ist so ein Arsch. Oh, wer war das? Das war der Kleine, ne? Oh, im letzten Moment. Ah, jetzt ist er schon tot, leider. Den hätte ich gerne mal... Ich dachte gerade an eine indianische Foltermethode. Oh nein, er macht das schon wieder. Der Nervtyp. Aber wir haben ihn. Gut. Schade, dass du verschwindest. Sehr gut. Haben wir sie. Da ist es drin. Ha, da schon mal her. Okay. Hallo? Die haben das Ding wieder losgelassen. Habt ihr es nicht gecheckt, Leute? So, jetzt bringt ihr das Ding dahin. Dann hätten wir das hier. Und dann können wir alles hier ein bisschen cleansen. Wir cleansen das hier alles. Aha, wir sehen was. Oh Gott, da oben ist auch noch was. Ganz schön viel verdreckt hier. So, erstmal das hier. Dieses. Jenes. Und. Büffs. Genau, dann mal hier. Freimachen. Aha, hier können wir den nächsten. Aha, müssen wir auch. Weg. Boom. Dann den hier. Rüber. Und dann hier sauber machen. Wir gehen am besten auch mit rüber. Okay, ich habe es gecheckt. Wir müssen das hier machen. Zack. Dann nehmen wir den hier. So. So nehme ich. Zack. Ja, würdest du? Genau. Und dann nehmen wir in der Luft noch den hier. Ziehen uns hoch. Zack. Und dann kommen wir hier rüber. Und zack. Und zack. Und zack. Jetzt ist alles sauber hier. Ey, hier ist doch wieder so eine Herausforderung. Aha, hier. Und dann hier. Und dann da. Hier. Aha. Oh Gott. Aha. Es geht einfach immer weiter. Ah, wir haben es. Wir haben es.
Noch ein Rod mehr. 41. Okay, und was ist dann das hier nochmal? Weil wir können ja daran auch... Oh. Ja, wir können ja hier. Und dann können wir das machen. Und dann können wir das. Und dann... Hm. Wozu ist das gut? Ah. Ah, ein Secret. Deswegen. Ach so. Nehmen wir natürlich mit. Was ist denn das? Ein weiterer Rod. Ist das hier richtig? Ich weiß es nicht. Wir sind hier oben auf dem Baum. Aber der ist ja noch... Ist das... Das könnte schon richtig sein. Es gibt so viele Wege hier auch wieder. Und Secrets. Das sieht schon richtig aus. Hier gibt es doch bestimmt einen Fight oder so einen Schmarrn. Okay, können wir das aktivieren? Offensichtlich noch nicht. Okay, schön. Ein Meditationspunkt, Leute. Gut. Wir können wieder weitermachen. Sehr schön. Machen wir das. Okay. Okay. Und dann hier. Und dann. Ach, hier. Und dann. Keine Ahnung, was dann? Abschießen? Oder mit Bomben zerstören, hä? Die schauen zerbrechlich aus, finde ich. Aha. Aha, ich glaube, so müssen wir die alle drei aktivieren. Deswegen. Boom. So, nun. Aha, boom. Cool. Was jetzt? Können wir das jetzt also starten? Wir können. Okay. Unverhofft kommt oft. Fights da unten oder was? Wahrscheinlich, ne? Die mache ich jetzt immer so. Sind gar nicht viele Gegner, finde ich. Findet ihr nicht auch? Ach komm, das ist fies. Okay, ich weiß aber, was wir machen können. Das ist richtig reinhaut. Was? Der Typ ist der Gegner? Ach komm, ey, ist das ganz schön. Ich sage, die Kampfherausforderung, Alter, was ist denn das? Das ist so verrückt hier in dem Spiel. Okay. No way! Mist. Oh, wir leben noch. Wir leben. Nicht mehr. Da kam noch ein Schlag. Okay, das ist gut jetzt. Und. Bam! Boom! Das war schön, wirklich. Uff, zack. Und da kommt noch mal. Der hat so eine verzögerte, oder? Hey, hey, hey. Alter, der ist echt geflohen die ganze Zeit. Okay, ihr Rot. Tut euer Schlimmstes. Die reagiert nicht. Wisst ihr, dass ich die ganze Zeit drauf drücke? Das gibt's manchmal wirklich nicht. Ah ja. Stimmt, das ist dieser seitliche Läufer, den ich ganz fair besiegt habe das letzte Mal. Die Rot funktionieren gerade nicht. Weiß nicht warum. Hm. Nein. Das gibt's nicht, oder? Ich wollte ihn so schön erwischen. Ja, der macht mich jetzt wieder platt, nicht wahr? Ich kann die Rod nicht benutzen. Das ist so verrückt. Ja, wenigstens habe ich das getroffen. Okay, dann scheiß drauf. Das kriegst du. Ich muss jetzt meine Heavy Attack machen, sonst hätten wir jetzt wieder verloren. Hey, hier ist noch ein Rod, sehe ich gerade. Machen wir mal alle platt hier. Vielleicht ergibt sich dadurch was. Ich finde es krass. Ah ja, tatsächlich, wir können es machen. Von hier aus sogar. Ach so. Und weil wir das machen konnten, geht hier die Tür auf. Okay, alles klar. So, Schrein frei machen hier. Her damit. Oh, wir haben ja schon einiges an Karma. Wartet mal. Ja, dann sollen wir... Ja, dann machen wir den... ja, ich glaube, diesen Upgrade. Ja, ja. Der Bombenschaden wird erhöht. Das zweite wäre auch cool. Das kostet 400. Das ist alles verdorben. Wird sich das öffnen? Wahrscheinlich nicht. Scheiße, dann müssen wir wohl hier hin. What the shit. Hier für dich. Er stürzt damit ab.
Das war ja echt geil. Boom. Boom. Okay. Ich wollte ihn aber eigentlich mit der Bombe noch erwischen. Naja, was ist das? What? Okay. Okay, wir müssen das abschießen. Ja. Rot. 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 Jetzt ist es offen, endlich. Okay, we are here. What are we doing now? What is going on? Let's clear this corruption off him. Okay, then let's go. Und jetzt einfach nur drauf schießen oder was passiert? Ne? Aha. So einfach wird es wohl nicht sein, oder? Ach, wir haben jetzt nur den Ochsen. What? Das heißt, wir haben jetzt erst den Ochsen. Wir haben noch gar nichts weiter geschafft. Ach du Scheiße. Na, immerhin, aber... Immerhin, sag ich mal so. Rufus, you're okay. I can't believe it. How are you doing, big guy? Easy there, old friend. I'm happy to see you too. This is Kana. She's here to help Adira. He may look rough, but deep down, he's a sweetheart. Ja, ist bestimmt auch rau. Äußerlich natürlich. Aha, das ist eine, also die erste Erinnerung sozusagen. Okay. So, wir haben also jetzt Ochse. Das erste Relikt. Gut. Ja, okay, das wird dann doch ganz schön dauern, ne? Ich hatte ja gehofft, das sind die drei Erinnerungen. Nein, das waren die drei Teile der ersten Erinnerung. Schaffen wir das überhaupt heute? Naja, ich probiere es mal, aber es wird schon schwierig. Ach, Moment, wir haben sogar drei Rod jetzt auch noch dazu bekommen. Wir haben 48 jetzt. Okay, das ist eigentlich der Weg, wo wir hergekommen sind, aber da müssen wir jetzt wieder zurück. Oh Gott. Schaut mal, was ich wieder entdeckt habe. 8 Feinde, ja. Dann kommt doch mal, ihr Feinde. Läuft eine Zeit oder müssen wir sie einfach nur besiegen? Es läuft gar keine Zeit. Ich muss sie einfach nur besiegen. Ja, das wird ja wohl nicht so schwer werden, hoffe ich. Oder was sind das für Feinde? Ja, okay. Den will ich. Erstmal den hier. Nein, ist das ein Arsch. Was ist das ein Arsch? Ja, okay, komm. Du bist doch so stark, habe ich gedacht. Dann zeig mal, was du drauf hast. Der kann nichts machen. Dieser Tag ist viel zu stark für ihn. Außerdem ist das toll. Geiles Spiel. Ah, ich liebe es, wenn sowas passiert. Cool, gib mal her doch. Cowboy-Hut. Kohle, Kohle, Kohle. So viel Kohle. Ja, hier ist ein Hutwagen. Endlich. Okay, alle haben jetzt Hüte bekommen. Schön. Dieser Schmarrn mit den Hüten, ey. Geht wohl nicht. Ah, you made it. The path is blocked. Aha, hier kann unser Ochse helfen. Rufus! Kommen Sie! Sauber. Und... Boom! Leider nur eins. Nein! Das war ein Exploser.
Hallo, Exploser. Ah, hier. Hey, den ersten habe ich gar nicht gesehen. Die sind ja schon echt klein hier. Okay, die werden herausfordernder. Vor allem, du hast gar nicht diese Pfeile, ne? Klappt aber doch meistens noch ganz gut. Sehr gut. Ja. Wir sammeln und sammeln und sammeln. Und die 65 ist jetzt plötzlich gar nicht mehr so weit weg. Okay, hier kommt doch ein großer Bossfight oder so ein Schmarrn. Ja, jetzt kommt die wieder. Oh, nein. Ach komm, ich wusste es. Nein, scheiße. Okay. Stress. Ja, alles klar. Okay, ich konnte nichts mehr tun. Kommt doch beide. Sehr gut. Stark. So war das ganz nett. Und Bob. Hier kommt man hoch. Ich weiß nicht. Hätte man noch höher gekommen? Ja, hätte man. Hier nicht. Hä? Ah, was sind das für Wege hier? Krass. Mal gleich mal auschecken. Was ist denn das? Hier ist doch bestimmt Rotti oder sowas. Ah, das ist eine Erinnerung. Das war vielleicht dann doch gar nicht schlecht, dass wir hier hin sind. Hier können wir die Maske anwenden. Wieder zurück. Sehr gut. Und hier hoch. Und Happy Meal. Quatsch. Bossfight. Hier gibt's wieder Heals. Das heißt Bossfight. Wer kommt, was kommt? Schauen wir mal. Ein Steinwesen. Na gut, dann müssen wir die Bomben höchstwahrscheinlich benutzen. Klar, oder? Ja, okay. Wieso ist es an seiner Hand? Nein, er hat ja so Schwachpunkte. Die müssen wir nutzen, denke ich. Ja, er hat schon ein bisschen Energie verloren, aber ich sehe hier Schwachpunkte. Wow. Ach so, die Schwachpunkte werden nur aktiv. Oh Gott. Das ist doof. Wenn wir vorher den Stein benutzt haben, ja? Scheiße, oder? Das ist halt eine heftige Attacke. Von den Rot. No way. Und Uinsel. Aha, hier. Boomsa. Uinsel. Ey, dein Kopf nervt mich. Ey. What the shit? Schnell weg hier. Komm, heilen wir uns. Können wir ja machen. Okay. So, du bist wieder dran. Was ist das Sager? Hä? Der Kleine macht mich platt. Okay. Wir können keinen Rot bei dem anwenden, ne? Aha, hier ist es. Ich sehe es schon, aber treffen ist eine andere Sache. Okay, sehr gut, hat geklappt. Na, warte. Nein, so ein Sack. Hör auf, ey. Okay, das ist geil, weil jetzt können wir die machen. Das gefällt ihm gar nicht. Oh nein, jetzt kann er Schaden nehmen und ich habe nicht aufgepasst. Okay, weg hier. Sonst kommt AOE. Macht uns kaputt. Gut. What the shit?
Rods sind wieder verfügbar. Das könnte unsere Chance sein. Ach komm. Das war schon gut. Aber der Typ ist schon auch tough. Wir sollten uns noch einmal heilen. Sicher, sicher. Er nimmt schon Schaden jetzt mittlerweile. Er hat jetzt verletzliche Teile auch. Ich sollte dein Gesicht abschießen. Einfach aus dem Grund. Genau, dann drehe ich nämlich diese Teile. Ey, der wirft. Habt ihr diese Kurve gesehen? Das ist schwarz gewesen. Nee, passt nicht. Was ist mit dir kaputt, Junge? Na, warte. Nein. Okay. Da habe ich wirklich nochmal alles rausgehauen. Es war aber trotzdem wieder knapp. Die sind schon ziemlich herausfordernd, die Bosse. Okay, das muss aber der Schlusspunkt für heute sein, Leute. Einfach, wir schaffen es von der Zeit hier nicht mehr. Ne, das war bei Taro ähnlich, das dauert dann doch länger, wie man meint. Ja, das nächste Mal können wir dann Adira befreien und vielleicht können wir dann endlich mal ein bisschen Richtung Bergschrein gehen. Und ich denke mal, so lang wird das Spiel dann auch nicht mehr gehen. Ne? Na klar, natürlich kommt da noch einiges. Bin mal auf die Twists noch gespannt und auf die Auflösung. Also die Story interessiert mich am meisten bei dem Spiel. Wobei ich mittlerweile mit dem Gameplay auch ein bisschen wärmer geworden bin. Ich mag die Geschicklichkeitssachen, aber die Kampfsachen, damit werde ich wahrscheinlich nie wirklich Freund werden. So, Kena, umzingelt von den Rod. Perfektes Ende. Leute, macht's gut. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Peace out.